Bei unserem Mikrofon Marian Dader nach der 0:3 Niederlage gegen Schwenningen. Marian, das war heute kein Abend der Pinguins. Nee, wir haben ja verloren, also keine Punkte geholt. Ist natürlich nicht gut. Nicht nur die Tatsache, dass ihr verloren habt, überhaupt, es ging irgendwie kein Ruck durch die Mannschaft heute. Ja, wir haben relativ früh ein Gegentor bekommen und dann ein relativ schnelles Tor in Unterzahl. Und haben uns davon beeindrucken lassen anscheinend, auch von der harten Spielweise, die Schwenning an den Tag gelegt hat. Und haben es nicht geschafft, uns dagegen zu wehren, aufzubäumen und offensiv Akzente zu setzen. Ihr hattet ja gegen Landshut einen kleinen Durchhänger, da lief es wunderbar in Kaufbeuren. Und jetzt wieder so ein kleiner Tiefpunkt, Knackspunkt, kommt ihr da wieder raus, möglichst schnell? Ja, natürlich. Also wir müssen jetzt weiter konzentriert arbeiten und wir wissen, was wir können und wir wissen, dass wir alle Gegner schlagen können und wenn wir konzentriert weiterarbeiten, dann kommen wir da ganz schnell wieder raus. Okay, danke dir.